Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden und genießt jetzt den Nachmittag. Ich habe gestern den Track von Julian Block gehört, oder Julian gehört, Julian Boss mittlerweile. Und naja, aber zuallererst, die Qualität, die ihr gerade von mir bekommt, ist nicht gerade der Wahnsinn. Es kommt aber auch daher, dass ich im Urlaub bin. Und da habe ich halt nur mein Headset mitgebracht. Ich kann nicht mein ganzes Mikrofon hier hinschleppen, was funktioniert einfach nicht. Deswegen müsst ihr euch leider damit erstmal abfinden. Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, wenn ich wieder zurück bin, kriege ich dir die ganz normale oder sehr gute Qualität, so wie es vorher noch war. Des Weiteren, das Video wird natürlich von mir geschnitten, weil ich einfach die Rechte nicht von PS Sports habe. Beziehungsweise eigentlich vor dem Track, der PS Sports jetzt gedroppt hat. Aber das macht ja auch gar nichts. Ich bin mal gespannt. Er hat diesen Track in 24 Stunden gemacht, so. Und ich weiß nicht, ob er dazu jetzt das Video gemacht hat. Ich habe das Video jetzt nicht angesehen. Habe ich gerade angeschaltet. Mal gucken, was da kommt. Wie gesagt, ich bin mega gespannt. Lass uns mal zusammen anschauen. Und dann gucken wir am Ende, wer für mich oder vielleicht auch für euch persönlich der Sieger ist. Shalom Hos, was geht ab, ihr behinderten Bastarde vom Planeten Affenschwuchtelsohn? Ich bin der krasseste Motherfucker seit der Erfindung des Motherfucks. Ich bin so ein krasser Motherfucker, ich hab sogar meine eigene Mutter gefickt. Kein Scheiß, ich musste die tote, verrottete Gammelfotze nur aus ihrem Grab rausheben und dann mein irrigiertes, steifes, männliches Glied zwischen ihre verrotteten Rippen klemmen. Ah, sexy. Sexy, sexy, sexy. Dir das wirklich nicht genug gewesen, zugegeben. Ich wollte nicht über deine Mutter die Hure reden. Ab heute wird es jeden Abend Kugeln regnen. Ich lass deine Bude beben. Julians Leben endet in purem Elend. Die Luga redet, ich verbiete dir auf Lebenszeit in eine Booth zu gehen. Ein halbes Jahr für so ein Dreck, eigentlich musst du dich schämen. Dich zu killen ist zu bequem. Bring mir deine Liga-Rapper. Julian, der Pisser, ist seit neuestem Intensivverbrecher. Du willst Rapper werden, komm, ich geb dir 5 Minuten Show. Den Eiern nachzuurteilen, kommt der Hurensohn an gutes Koks. Du lebst abgeschattet von der Außenwelt in deinem Dorf. Paar Stunden rauszugehen ist für dich so wie ein Rekord. Der harte Julian hat seinen Waffenschein gemacht, aber sein leeres Magazin hat noch massenweise Platz. Mach hier keinen auf Battle King, dir fehlt jegliches Fundament. Der kleine Bullensohn redet neuerdings in unserem Slang. Warum ich auf Ehrenmord Level mit dir battle? Seit der einen Line bist du nur am Ballen und machst Welle. Doch ihr Pisser seid keine Gangster, Schüsse fallen aus meinem Benzer. Julian, der Ehrenmann ist allerhöchstens Leichenschänder. Willst du Zeuge sein wie deine kleine Bitch bei Pimki Blot? Was bringt deine Analyse gegen den Da Vinci Code? Ihr denkt, ihr hättet Macht mit dem Internet-Soldaten-Shit, doch kämpfen tun wir nachts, wenn die Kinder schon am Schlafen sind. Deine Grabrede, Pisser, schreib ich in einer Stunde runter. Ich verarbeite den kleinen Hurensohn zu Hundefutter. PA kommt im Gucci-Sweater, lass es mit der Uzi scheppern. Schwör auf alles, was mir heilig ist, ich finde Tuni besser. Meint der das gerade ernst? Ghetto-Rap mit hartem Flair. Warum rennst du zu den Bullen, wenn wir uns deiner Straße nähern? Ein kaputter Typ, gefeiert von kaputten Kindern. Ich mach dich kaputt, indem ich zeig, wie eine Hook zu klingen. Oh, Julia. Ich geb dir Schwanz, bis du dich verliebst und schrei, oh Julia. Gewesen, zugegeben, ich wollte nicht über deine Schwester die Hure reden. Doch heute lass ich beide mit dem Booty shaken. PAs bitte souverän, der Schwanz, an dem dein Groupie bläst, ist länger als ein Coupie-Day. Meine Mom ist keine Hure, sagst du selber, nur der Spruch ist hart. Ich sag Hurensohn, weil deine Mutter eine Nutte war. Das wird kein JBB, Jugendbundesbattle, Osnabrück ist um die Ecke. Ich komm mit ner Hundekette, komm, wir spritten um die Wette. Ich hab Spaß auf unserem Level, während ich mit Noten bange. Schreibst du Pico 100 Zettel, machst einen auf Flow-Mechatronika. Doch so nicht, du Komiker, für dein Highway to Hell gibt's Nism. Probefahrt, wer chromte Patronen jagt, ich hol mir deinen roten Arsch, lege Kobe an dein Grab, nachdem dein Bro mit der Rose kam, Überdosis am Flow und Bars. Wie willst du dich gerade messen? Sogar meine Großmutter könnte dir die Nase brechen. Wir sind zu abgewichst und schlachten dich mit Massenhits, denn sogar Sunny weiß mittlerweile, was für ein Spaß du bist. Und wenn die BBMler erkennen, dass es zerbrochen ist, bist du vogelleicht zu zerbrechen wie Kartoffelchips. Ich häng mit den G's, das ist Benzer Musik. Ich besuche deine Schwestern und gangbange sie. Digga, mach mal ruhig dein Kinderrap im Internet auf Intellekt, aber lauf mit deinem Kindergarten nicht in unser Spinnennetz. Das hier wird kein Single-Chat, ich zeig dir, wie die Klinge schmeckt. Nenn mir mal den Titel deiner Liga, denn ich bin es jetzt. Warum macht der Hundesohn im Internet auch selbstbewusst? Bin ich mit dir fertig, bist du der, der meine Felgen putzt? Wenn du Hosenscheißer willst, geben wir dir Welpenschutz. Aber nur solange du eine Kuh bist, die man melken muss. JBB ist tot und ich sag es dir in deine Fresse. Ab jetzt kommen die echten Rapper, meine Liga, life is better. Oh Julia,
den Schwanz, bis du dich verliebst und schrei, oh Julia. Okay, stopp mal hier. Wo soll ich am besten anfangen? Zuallererst der Flow zwischen PS Sports und Julian ist natürlich Welten. Also das ist, also flowtechnisch, da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Das ist der liebe Julian natürlich. Ich habe auch ganz oft, was ich gestern auch vergessen habe zu sagen in dem Video. Ich habe ganz oft rausgehört, dass zum Beispiel Parts zusammengeschnitten worden sind. Ich selber habe Hip-Hop gemacht, mache auch immer noch zwischendurch ganz viel Vocals für andere, bearbeite auch Vocals auch so ein bisschen mit Bereich Autotune. Ja. Ich arbeite zum Beispiel mit Adobe, wie ist das nochmal jetzt hier? Das wurde von Adobe übernommen, das heißt jetzt Adobe, können wir gleich mal ganz kurz gucken. Kann ich euch ganz sofort sagen, damit ich nicht denke, dass ich euch verarsche oder so. Nein. Ich arbeite hier mit Adobe Audition, ja, CS6. Das ist das Einzige, was bei mir, also was ich mit Lizenz gekauft habe. Ja, das ist das, womit ich zum Beispiel arbeite. Und das ist da, wenn man da ganz lange, also ganz oft mit so Vocals gearbeitet hat, da merkt man zusammen sozusagen, wo gewisse Sachen zusammengeschnitten worden sind. Und ich musste bei Julian auch gestern im Track teilweise auch schmunzeln, Alter, das ist doch zusammengeschnitten. Das hat auch damit was zu tun, dass man einfach da keine Routine drin hat. Zum Beispiel bei PS Sports, da hat man sofort gehört, der hat da richtig Routine drin, der haut das einfach rüber, ja. Auch wenn man das auch teilweise cutten soll. Oder gecuttet hat. So ein Rapper, der weiß zum Beispiel, wann er so einen Cut hat und trotzdem er weiter float quasi, da wird da, wo die Cutstelle ist, da wird quasi so ein, da wird das gecuttet, aber der hat schon angefangen davor, den Part mit zu flowen, sodass es so eine Brücke ergibt, dass da quasi keine Lücke zwischen ist, dass man das hört, so, oh scheiße, der ist gecuttet worden, ne? Sondern er float so einen kleinen, sagen wir mal, bei von 16 Bars hat er bei 7. Bar aufgehört, ja. Dann nimmt er den 7. Bar quasi mit, floatet nochmal mit und nimmt den 8., 9., 10., 11., 12. nochmal mit, sodass es durchgängig klingt, ja. Das hat man zum Beispiel bei Julian gar nicht, also man hat das gehört, das war gar nicht so, ich sag mal, fehlerfrei. Zum Track selber, der ist natürlich, obwohl das nach 24 Stunden war, so wie ich das verstanden habe, ich musste mich selber vorhin so ein bisschen reinlesen, war der natürlich Killer, also da kann man nicht sagen, es war ein super Track. Was ich mich aber so frage mittlerweile auch so viel im deutschen Business, ob nicht gewisse Sachen abgesprochen sind. Zum Beispiel jetzt dieser Diss-Track zwischen PS Sports und Julian. Julian weiß ja eigentlich, dass er battletechnisch keine Kanone ist. Und jetzt auf einmal PS Sports herauszufordern und gegen ihn zu battlen, das klingt so ein bisschen, ich sag mal, verdächtig. Ich nehme jetzt zum Beispiel Spongeboss, ja. Spongeboss hat schon einen krasseren Level gehabt. Aber der ist nicht irgendwie Finale gekommen bei JBB und dann hat sofort gegen Gio gebattelt. Sondern das heißt, der hat von Anfang an mitgemacht und dadurch, dass er gegen jeden Gegner battlen konnte, hat er sich immer mehr gesteigert und wurde auch immer wieder besser. Und hier quasi springt Julian selber in so ein Haifischbecken. Ja, wo du richtig krasse Rapper oder jetzt in dem Fall PS Sports und versucht den zu battlen. Ich habe so das Gefühl, dass das schon so ein bisschen abgekatert ist, dass das vielleicht so eine Absprache so war, so wie jetzt zwischen Julian Block und SpongeBoss, ja, gewesen ist. Mittlerweile ist dieses Business hier in Germany so ein bisschen Katastrophe, Alter. Man versucht immer Geld zu machen. Ich kann es verstehen, die Leute wollen so ein bisschen was verdienen, aber abgekartete Spiele sind für Fans eigentlich Bullshit. Aber naja, ist ja okay. Jeder darf machen, was er will. So ist das halt. Für mich persönlich war dieser Track wesentlich besser als von Julian. Und somit steht für mich
hier Gewinner PS Boards. Auch wenn die Leute mich dafür hassen werden, es ist mir relativ egal, hier geht es auf dem musikalischen Ebene und der hat hier auf jeden Fall seine Eier gezeigt und darum geht's und der hat ihn einfach für mich persönlich hier in diesem Track zerstört. Auch wenn das wieder mutterbeleidigend ist oder sonst was, aber flowtechnisch war das einfach 1A, ganz einfach. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, mach's gut, vielleicht kommt heute nochmal ein Vlog von mir raus, mal gucken, bis zum nächsten Mal, ciao.